Boah, Alter Schwede. Ist das gut, wa? Nee. Ha, Holsten knallt am Dolsten. Die Leber zittert. Die Leber hat Angst, wa? Kann ich was anderes trinken, Eva? Fehlt die schon? Nein, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Schreib hier und du trinkst. Nein. Doch. Da müssen wir jetzt alle durch. Also wir beide. Damen und Herren Zuschauer, SternchenInnen müssen sich hier hoch entziehen. Seit 1879 steht die Holstenbrauerei in Hamburg und über die Grenzen der Hafenstadt hinaus für erstklassigen Biergenuss und eine Brautradition aus Leidenschaft. Mit hochwertigen Zutaten nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Genieße Holsten Pilsener, frischen, fein, herb und Geschmack. Hm. Dazu eine kleine Anekdote oder eine kurze Geschichte, wie man das erzählt aus seinem langen Leben. Als ich jung war, ja, man freut sich auf seine Kiste Bier oder auf sein Taschenbier. Deine Kiste Sterni hast du dir gefreut. Ja. Aber das haben wir noch vor, ne? Das müssen wir mal testen. Fängt an, das Bier aufzumachen und kriegt halt das Kotz und wundert sich, was ist denn da falsch gelaufen? Ich habe die Flasche nicht ausgetrunken, ging nicht, war nicht machbar. Also keine Ahnung, was damals war. Entweder hatten die Probleme mit der Produktion oder die haben generell irgendwas am Rezept geändert. Das sieht aus, als wenn das einer so mal schnell gedruckt hat und draufgeklebt hat. Da ist ein Ritter drauf. Das interessiert mich nicht. Das ist auch geil, ein Ritter. Ja, das sieht halt wie der. Also, Don Quixote? Fangen wir mal so an. Ich hab das doch schon vorgelesen. Ach so? Ne. Holsten knallt am Dolsten, Preis? Holsten knallt am Dolsten. Auch beim Preis. Und zwar 95 Cent. Ja, Roter Baron. KP1. Das Spiel. Also das ist ja schon mal schlecht. Er ist stets bemüht. Ich hab schon Probleme. Boah, ey, lade Nemo. Ja, das gibt's doch ja nicht. Knapp. Hört sich schon mal gut an. Hast du da was eingießen? Ui. Also, ja, ich mach ja. Und das Scheiß, die Farbe passt. Sieht richtig schön aus. Der Schaum passt auch. Wo passt denn da der Schaum? Naja, guck doch mal, wie lange das dauert, bis der weg ist. Also, der ist richtig schön. Ich bin für 5. Nee. Ist ja nicht immer so negativ. Jetzt kommen wir zur Königsdisziplin. Prost. Vor Begeisterung aufschreien oder vor Ekel ausspeien. Schmeckt erstaunlicherweise ganz gut. Vielleicht war damals auch die falsche Charge. Ich finde es erfrischend, fein, herb und Geschmack. Ja? Schmeckt wie ein Hasselröder. Nein. Surprise, surprise. Prost, warten. Bin ich positiv. Wir wollen ja mal beim Bier bleiben. Also ich bin positiv überrascht, definitiv. Ich komme aus Hamburg. Seit 1879, ist jetzt nicht so lang. Ist aber relativ jung so, ja, aber. Erstaunlich, ja. Hasselröder gibt es seit 1872. Sag mal, trinkst du zwischendurch Hasselröder hier? Nee, ich wollte mal so einen Biertest machen. Ja, 1872. Also ein ist 7 Jahre älter. Ui. Ja, Holsten knallt an Holsten, hat auf jeden Fall einen Punkt verdient. Ja. Und der Ritter. Und der Ritter, ja, ich finde auch, der Ritter ist geil. Don Quixote oder was? Ja, dann Hamburg Quixote. Ja, aber und denn? Und Sancho Panza ist auf jeden Fall, guck mal, Rosinante ist auch drauf. Mhm. Naja, 3 Punkte. Guck mal, wie die Fahne steht. 3 Punkte, Alter. Na gut. 2 Punkte, Alter. Das ist immer eine Quälerei mit dem Bengel. Das habe ich gesehen.
Also ich muss jetzt erstmal damit klarkommen, dass ich wahrscheinlich seit Jahren einen Fehler gemacht habe und das Holzen nicht mehr getrunken habe. Ja. Du siehst doch schon aus wie der typische Holztrinker, so eine Reeperbahn. Ja, genau. Drei Tage Bad, bisschen rumgrüll. Mir fällt jetzt kein Bier ein, was wir bis jetzt getestet haben, was mich so überrascht hat. Also, wir haben einen neuen silbernen, das Holzen mit Silberrücken. Genau, mit 22 Punkten. Und das heißt, schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Ist lecker, ja. Okay. Was trinken wir im nächsten Video? Wasser? Sprichwörter, ja. Zirndorfer Landbier. Also, Leute, abonnieren und blöde Kommentare unter dem Video. Ansonsten abonnieren ist ganz wichtig. Wir sehen uns dann demnächst und dann trinken wir hier diese komische Plörbräu. Genau, aussprechen kann Landbier, steht da drauf. Ja. Ganz leicht. Ja, toll. Zirndorfer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Yeah, baby. Bis demnächst.